Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn jemand einen Herzstillstand erleidet, dann braucht er erst einmal vor allem eins, nämlich eine Herzdruckmassage. Sofort von einem Ersthelfer und danach vom Rettungsdienst. Aber wenn der Patient dann im Krankenhaus angekommen ist, dann schwebt er nach wie vor in Lebensgefahr. Insofern ist es wichtig zu wissen, wie es dann im Krankenhaus optimal weitergehen kann. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es das Hanseatische Cardiac Arrest Center. Hier sorgt man für die bestmögliche Versorgung von Patienten, die einen Herzstillstand hatten und reanimiert wurden. Bei mir ist Professor Dr. Stefan Willems. Er ist Chefarzt der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin und Professor Berthold Bein. Er ist Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Herr Professor Willems, Sie beide leiten ja gemeinsam das Hanseatische Cardiac Arrest Center. Was genau ist das eigentlich? Was muss ich mir darunter vorstellen? Im Grunde ist es ein Versprechen an unsere Patienten. Es ist ein Versprechen an die Patienten, die einen Herzstillstand erleiden, für eine optimale, synchronisierte, interdisziplinäre Behandlung. Das heißt, es muss alles sehr schnell gehen, es muss alles simultan passieren, sowohl die Diagnosestellung als auch die Fortsetzung der Erstversorgung und die Behandlung der Patienten. Und dies erfordert eben ein hochspezialisiertes interdisziplinäres Team. Das heißt, hier müssen Anästhesisten, Notfallmediziner, die Notaufnahmekolleginnen und Kollegen, die Kardiologie, aber auch Kollegen der Neurologie müssen Hand in Hand sozusagen so arbeiten, dass ein Rädchen ins andere greift und die Abläufe optimiert und schnell zum Wohle des Patienten in dieser dramatischen Akutsituation vonstatten gehen. Anästhesie haben wir gerade angesprochen, Herr Professor Bein. Sind Sie denn derjenige, dessen Team als allererstes mit dem Patienten zu tun hat? Na, wenn wir uns die sogenannte Rettungskette ansehen, dann haben Sie schon den Ersthelfer erwähnt, dann kommt der professionelle Rettungsdienst, eben zum Beispiel ein Notarzt-Einsatzfahrzeug aus unserer Klinik in St. Georg, was von Anästhesisten besetzt wird. Und diese Kollegen führen dann tatsächlich die Herzdruckmassage durch und bringen den Patienten so schnell wie nur möglich dann in ein spezialisiertes Krankenhaus, wie zum Beispiel unsere Klinik in St. Georg, wo sie dann den Patienten an das Team, das interdisziplinäre Team des Cardiac Arrest Centers übergeben, die dann die weitere Versorgung übernehmen. Und wir wissen ja unter anderem aus den 10 Thesen von Bad Boll, dass eine spezialisierte Krankenhausbehandlung nach Herz-Kreislauf-Stillstand elementar ist, nicht nur für das Überleben der Patienten, sondern auch für ihr gutes Outcome, also dafür, dass sie mit einer guten Lebensqualität dieses elementare, für sie ja sehr belastende Ereignis überleben. Ja, jetzt könnte man ja glauben, so wie ich als Herzstillstand-Patient das Krankenhaus erreicht habe, bin ich unter Profis eigentlich. Und eigentlich frage ich mich, was macht das Center so wichtig, das Cardiac Arrest Center? Wichtig ist die Standardisierung der Abläufe. Wir haben schon gesagt, es muss ein Rädchen ins andere greifen. Es muss automatisiert, selbstverständlich, schnell, auf höchstem technischen Niveau, aber auch mit Einsatz der höchstmöglichen personellen Expertise ablaufen. Das heißt aber auch, dass man die Abläufe immer wieder kritisch hinterfragen muss, wie in anderen Simulationsszenarien, beispielsweise in der Fliegerei, ja, dass man wirklich gucken muss, wo gibt es Fehlerquellen, wo gibt es Möglichkeiten, diese Abläufe weiter zu optimieren, dass hier wirklich kein Zeitverlust entsteht und simultan die Erstmaßnahmen, sowohl was die Stabilisierung des Kreislaufs, aber was auch die therapeutischen Interventionen, beispielsweise der Einsatz des Herzkatheters, angeht. Ja, steht vor dem Herzkatheter eine Art Herz-Lungen-Maschine? Würde ich so jetzt nicht formulieren, sondern wir haben eingangs eine sogenannte Fast Cardiac Arrest Assessment Area, also Patienten kommen aus dem Notarzt-Einsatzfahrzeug unmittelbar in die Klinik. Dort wartet ein Team aus Kardiologen, Anästhesisten und Notaufnahmeärzten auf diesen Patienten, guckt ihn sich ganz kurz an und entscheidet dann, dieser Patient muss sofort in den Herzkatheter oder er kann erstmal in die Notaufnahme gehen und dort versorgt werden. Und dann kommt der Patient eventuell eben sofort in den Herzkatheter und wird dann von unseren kardiologischen Kollegen mit der sogenannten Herz-Lungen-Maschine, eigentlich ist es eine
extrakorporale Membranoxygenierung, also eine ECMO, versorgt. Aber erstmal steht die Evaluierung in der Fast Cardiac Arrest Assessment Area, dann die Entscheidung und dann das Verbringen ins Katheterlabor und die weitere Therapie, unter anderem mit der Herz-Lungen-Maschine. Wie lange dauert das, bis Sie entschieden haben, was Sie tun können? Das eine geht Minute von Sekunden. Das ich hätte gesagt eine Minute, weil wir müssen noch umlagern. Der Patient kommt auf der Trage aus der Notarztwartung, wird dann umgelagert und dann wird eine Kurzübergabe gemacht, strukturiert. Man befragt den Notarzt, was ist passiert, wie lange war der Patient ohne Kreislauf, wie lange habt ihr ihn schon reanimiert? Und dann gibt es eine Entscheidung, ja, nein. Also ich würde sagen, ehrlicherweise eine Minute. Ja, und entscheidend ist, dass eben die Kollegen vor Ort sind und dass der Ablauf, also das sozusagen das Onboarding und das Umlagern des Patienten wird in keiner Weise sozusagen behindert oder verzögert, sondern in dieser laufenden Umlagerung und in der laufenden Aufnahme des Patienten in das Krankenhaus wird schon entschieden, wie es weitergeht und in welche Richtung der Patienten dann sozusagen fährt. Geht es direkt auf die Intensivstation, geht es vielleicht in muss eine Bildgebung gemacht werden oder geht es direkt ins Katheterlabor. Das wird dann in dieser Situation entschieden. Was ist für Sie beide darin die größte Herausforderung? Ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich andere große Kliniken der Maximalversorgung, die das technische Equipment haben, was wir auch haben. Herz-Lungen-Maschine, Katheterlabor, 24 Stunden Bereitschaft, professionelle Helfer auf allen Ebenen. Aber das Besondere ist eben, dass wir die Prozessschritte definiert haben und die Prozessabläufe immer wieder evaluieren und verbessern, sodass eben der Zeitfaktor, der für das Überleben des Patienten entscheidend ist, bei uns so im Fokus steht und optimiert wird. Entscheidend ist nicht, dass man Geräte hat. Geräte haben viele. Was wir haben, sind eben strukturierte Abläufe, Prozessschritte, die jedes Jahr oder jedes halbe Jahr treffen wir uns ja, neu evaluiert werden und auch einer kritischen Würdigung unterzogen werden, um sie weiter zu verbessern. Das macht uns sozusagen aus, finde ich. Man kann sagen, es ist die Kommunikation. Es ist die Kommunikation vor Ort, der Austausch im sozusagen direkten Patientenkontakt und in der Akutsituation, aber auch nachher. Dass man nachher sich darüber verständigt, wo können wir noch besser werden, was sind die Punkte, die wir zu optimieren haben, um wirklich, und hier zählt ja wirklich jede Sekunde. Alle Daten, die wir haben, zeigen, dass wirklich die Überlebenschance der Patienten entscheidend davon abhängt, dass wirklich sofort gehandelt wird und sofort auch mögliche Ursachen des plötzlichen Herzstillstandes beseitigt werden. Ja, genau. Lassen Sie uns ruhig nochmal auf die Sekunde kommen, weil sofort, das Wort ist ja dehnbar. Und jeder meint ja, dass in einem Krankenhaus Abläufe geübt sind und dass man ein Muster hat und nicht wild durcheinander läuft. Aber ich glaube, die Sekunde ist wirklich die Sekunde. Ja, die Sekunde ist die Sekunde und es ist eben nicht selbstverständlich, das, was wir jetzt hier besprechen, ist nichts, was wir, abgesehen jetzt von den Ressourcen, die man natürlich braucht, bis hin jetzt zur Herzchirurgie, wenn es um notfallmäßige Operationen geht. Diese Ressourcen müssen vorhanden sein, aber es muss eben auch trainiert werden und es muss eben auch die Möglichkeit geben, 24 Stunden, 365 Tage diese Bereitschaft aufrechtzuerhalten und dann, und das ist ein Beispiel, zu schaffen, dass man innerhalb von einer Stunde den Patienten dann nicht nur ins Katheterlabor bringt, sondern auch ein verschlossenes Herzkranzgefäß dann wieder eröffnet hat. Ja, was würden Sie denn für den Patienten machen, um das Herzkranzgefäß wieder zu öffnen? Es gibt ein Team, was 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar ist, die dann sehr schnell den Patienten ins Herzkatheterlabor bringen können, aus Pflegekräften, Ärzten, die dann mit einem Katheter, der vom Arm oder von der Leiste vorgebracht wird, das Herzkranzgefäß sondieren. Ein feiner Draht wird vorgeführt, das Herzkranzgefäß wird wieder eröffnet, ein Ballon wird aufgeblasen und ein Stent eingesetzt, um dann den Blutfluss sehr schnell wiederherzustellen. Und das schaffen wir in St. Georg bei 90% der Patienten innerhalb von einer Stunde. Und inwiefern hilft dann diese mobile Herz-Lungen-Maschine, von der vorhin schon die Rede war? Die mobile Herz-Lungen-Maschine hilft insofern, als wir dann in der Situation im Herzkatheterlabor entscheiden können, ob gleich eine Herz-Lungen-Maschine diese Kreislaufunterstützung, diese Oxygenierungsmöglichkeit eingesetzt wird. Und das kann dann von den Kollegen, die den Herzkatheter machen, die sozusagen das Herzkranzgefäß eröffnen wollen, von dem Team, einschließlich der Schwestern, die dann im Dienst sind, der Pflegekräfte, die im Dienst sind, kann dann nicht nur entschieden werden, sondern eben dann auch vor Ort die Herz-Lungen-Maschine über einen Gefäßzugang von der Leiste eingesetzt werden. Und wie garantieren Sie beide, dass wirklich jeder von den Mitarbeitern, von den Ärzten, von den Pflegern genau weiß in der Sekunde, was er als nächstes zu tun hat?
Wie stellen Sie das sicher? Na, zum einen natürlich durch regelmäßige Trainings der Teams. Also es gibt ein sogenanntes Schockraumtraining, wie man das so nennt. Es gibt natürlich unser Zentrum, das hat eine Zentrumssatzung. Wir treffen uns regelmäßig zu Zentrumssitzungen, machen M&M-Konferenzen, besprechen also Fälle nach und dann, je nachdem, gehen wir auf die Kolleginnen und Kollegen nochmal zu, geben also ein sogenanntes Debriefing und sagen, okay, das war der Fall, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, wie können wir uns verbessern? Und dadurch ist ein kontinuierlicher Lernprozess, ein kontinuierlicher Trainingsprozess etabliert worden, der uns dann eben auch von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr besser macht. Und was wir auch noch sagen müssen, das ist vielleicht noch gar nicht erwähnt worden, es gibt ja Patienten, die kommen zu uns und die haben keinen Kreislauf mehr. Die werden unter Reanimation in die Klinik gebracht, wir haben kein EKG, der Patient flimmert. Und dann ist eine einzige Chance, dass eben die Herz-Lungen-Maschine eingebaut wird. Denn sonst würde er sofort sterben. Er hat noch keinen Kreislauf. Und was wir häufig eben sehen, dass wenn man dann die Herz-Lungen-Maschine eingebaut hat und das Herz-Kranzgefäß dann eröffnet wurde, der Patient tatsächlich wieder anspringt im Volksmund. Also das Herz beginnt wieder zu schlagen, weil das Herz-Kranzgefäß wurde eröffnet und während der Zeit, in der er keinen Kreislauf hatte, wurde er durch die Herz-Lungen-Maschine unterstützt und am Leben erhalten. Das sind die besonders herausfordernden Fälle sozusagen. Was man noch zu der Spezialisierung und zu der Schulung sagen muss, dass es eben auch eine wirkliche Besonderheit ist an dem Standort in dem Zentrum, dass die Pflegekräfte und die Ärzte so geschult sind, dass sie rund um die Uhr im Katheterlabor, außerhalb eines OPs, eines Herz-OPs, im Katheterlabor diese Herz-Lungen-Maschine einsetzen und bedienen und führen können. Und das geht dann eben weiter auf den Intensivstationen. Auch da bedeutet es natürlich eine enorme Schulung der ärztlichen und pflegerischen Kräfte, um diese Expertise wirklich aufrechtzuerhalten und zu garantieren. Ja, das ist natürlich auch für das pflegende Personal nicht nur eine Herausforderung, sondern auch vielleicht eine gern angenommene Verantwortung. Macht Spaß, muss man sagen, weil es eben einfach das Patientenspektrum, das Patientenaufkommen erweitert und man natürlich auch Großartiges leisten und tun kann. Aber es ist schon enorm anstrengend, hier wirklich immer up to date zu sein und diese Schulung wirklich so zu, auch in der Breite, so umzusetzen, dass die Teams stark genug sind, das eben rund um die Uhr das ganze Jahr über wirklich zu bewerkstelligen. Ja. Gibt es etwas, wovon Sie vor 3 Jahren gedacht hätten oder sich das so nie vorgestellt hätten, wie es jetzt eingetreten ist? Ich würde sagen, die Einführung dieses Fast Cardiac Arrest Assessment Centers war, glaube ich, nochmal ein Quantensprung, was den Zeitvorteil betrifft. Also sonst kommen Patienten mit dem Notarztwagen, werden dann in Notaufnahmen erstmal transportiert, dort in einen Raum gebracht, angeguckt und man überlegt so ein bisschen. Dieser Prozess ist total abgekürzt worden, ein wahnsinniger Cut. Es gibt eine ganz kurze Übergabe, sehr strukturiert, während des Umlagerns, eine Minute habe ich gerade gesagt, Professor Willems meint ein paar Sekunden, wie auch immer, aber ein wahnsinniger Zeitvorteil, ein wahnsinniger Zeitvorteil, der sich halt auch im Überleben der Patienten abbildet, muss man einfach sagen. Ja. Und bringt einen dann in die Situation, dass man eben Patienten helfen kann, bei Patienten diese Behandlung einleiten kann und auch Ergebnisse sieht, Überlebenssituationen sieht, die man sich früher nicht vorgestellt hat. Ja. Auch bei beispielsweise nicht anders behandelbaren Herzrhythmusstörungen, ja, bei einer kompletten Entgleisung der Elektrolyte. Wir haben eine Patientin gehabt vor, ja, einem Jahr etwa, die mit einem komplett entgleisten Elektrolythaushalt zu uns kam, weil sie eben sich der normalen Nahrungsaufnahme verweigert hatte für eine Zeit und eine Rhythmusstörung hat, die überhaupt nicht mehr zu durchbrechen war. Man konnte so oft, wie man nur wollte, Herzdruckmassage, Defibrillation anwenden, es hat nichts geholfen. Anschluss der Herz-Lungen-Maschine für eine relativ kurze Zeit und dann eben eine, wie eben schon geschildert, Stabilisierung und wirklich komplette Ausheilung dieser Situation und einer kompletten, wir sagen, Restitutio der Patientin. Also wirklich dramatisch positive Fälle, die man dadurch wirklich erleben kann und die Patienten überleben können. Vielen Dank an Sie beide für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.